Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in Esslingen auf Regio TV. Mein Name ist Raphael Treite und Sie fragen sich vielleicht, was macht der gute Mann denn da? Tja, ich habe eine echte Schallplatte hier. Denn wir berichten nicht nur aus Esslingen, aus dem Landkreis, sondern wir haben auch immer wieder Woche für Woche interessante Persönlichkeiten. Zum Beispiel in dieser Woche als Esslinger der Woche Jürgen Kolb. Der betreibt einen wirklich schönen kleinen Plattenladen zusammen mit Café in Esslingen und den porträtieren wir. Klasse, dass Sie dabei sind. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann war kürzlich auf Stippvisite im Landkreis Esslingen. Flüchtlinge, Infrastruktur und Bildung standen zunächst im Landratsamt beim Treffen mit Kreisräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sowie Landtagsabgeordneten auf der Agenda, wobei das Thema Bildung aus Zeitgründen nicht mehr zur Sprache kam. Aber was nimmt Kretschmann mit aus so einem Landkreisbesuch? Als Essling kenne ich natürlich gut, das ist ja mein Wahlkreis. Kenne ich seit über 30 Jahren und deswegen stand jetzt ein bisschen aktuell im Vordergrund das Flüchtlingsproblem. Der Kreis Esslingen ist ein dicht besiedelter Kreis mit Wohnungsknappheit, da ist das natürlich ein besonders brennendes Problem. Und da habe ich jetzt schon viel mit nach Hause genommen von Problemen, die speziell auch hier wichtig sind, aber auch andere Fragen wie Verkehr. Nicht? Das ist natürlich in einem Ballungsraum auch ein Top-Thema. Da gibt es immer viele Wünsche und Anregungen und das nimmt man da einfach mit. Nun ist Esslingen dem Ministerpräsidenten ja nicht fremd, war er doch lange Jahre Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium. Es war die schönste Zeit, die ich als Lehrer hatte. Ich war ein junger Lehrer, tolle Teamarbeit in dem Gymnasium, in dem ich unterrichtet habe. Und ich habe auch gewohnt in Echterdingen. Ich habe natürlich meinen Wahlkreis hier seit über 30 Jahren. Also ich bin mit dem Landkreis Esslingen sehr eng verbunden und aus meiner Lehrerzeit habe ich wirklich die besten Erinnerungen. Nach seinem Besuch im Landratsamt machte sich Kretschmann auf, um eine Gesamtschule und ein Textilinstitut zu besuchen, ehe er am Abend noch zu einem Bürgerempfang in Wendlingen einlud. Die Realschule am Schillerpark wird ab September zur Gemeinschaftsschule. Und darum veranstaltete die Schule am vergangenen Wochenende einen Tag der offenen Tür, um interessierte Eltern über die Gemeinschaftsschule zu informieren. Oft wird das Konzept einer Gemeinschaftsschule mit dem der Gesamtschule verwechselt. Aber der Unterschied liegt darin, dass die Kinder gemeinsam lernen, also dass die nicht auf verschiedenen Stufen lernen, so wie es in der Gesamtschule war, dass man eben den A-, B- und C-Zug hatte, sondern dass man auf unterschiedlichen Niveaus lernt, aber trotzdem in einer gemeinsamen Lerngruppe. Und es Phasen gibt, wo man eben individuell auf seinem Niveau und mit seinem eigenen Lerntempo lernen kann. Aber was bewegt die Eltern, ihre Kinder womöglich auf einer Gemeinschaftsschule anzumelden? Wir haben nicht so viele Alternativen. Wir kommen vom Schurwald und da ist es mit dem Bus relativ schwer, manche Schulen zu erreichen. Möglichkeiten hätten wir ja alle, aber das grenzt sich dann letztendlich doch relativ stark ein. Ja, auf jeden Fall, weil ich eine Ganztagsbetreuung brauche für meine Tochter, weil ich für sie das wichtig ist, dass sie mit Mitschülern zusammen lernt und ihre Hausaufgaben macht und weil ich dieses Konzept ganz gut finde. Ich habe mich im Vorfeld schon informiert und ich finde dieses Konzept total spannend. Wenn Sie nun den Tag der offenen Tür verpasst haben, können Sie sich auch direkt bei der Schule melden, die Sie gerne zur Gemeinschaftsschule informiert. Was soll aus dem alten Busbahnhof in Esslingen werden? Das wollten wir von den Bürgerinnen und Bürgern wissen. Ja, es sieht ziemlich brachlos aus und ich weiß auch nicht, was sie damit machen wollen eigentlich. Ich würde sagen, das könnten sie eigentlich auch eine schöne Grünfläche vielleicht rausmachen oder irgendwas, aber weil so wie es jetzt momentan liegt, sieht scheiße aus. Also, ich bin froh, wenn er weg ist, weil der neue ist eindeutig besser. Okay. Wenn er weg ist, ist so die eine Sache, aber soll man ihn wegbeamen? Was denkst du, was könnte da hin? Oh je, neues Einkaufscenter, keine Ahnung. Man hört nur Beschwerden, weil die Leute nicht wissen mit den Bussen, wo was wie fährt. Die Aufklärung war ziemlich schlecht. Und ich meine, ein Park ist unnütze Fläche, braucht keiner. Eine Grünfläche wäre super. Ja, also möglichst verkehrsberuhigt und eine Grünfläche. Oder ja, irgendwas, wo man so richtig. Ja, ein Sportplatz wäre auch toll. Ich brauche Enkel und so, es wäre gut, dass da was gemacht wird einmal. Ein konkretes Projekt hat schon der Stadtjugendring. Wir wollen im Juli, 18. und 19. Juli, soll hier ein internationales Jugendmusikfestival stattfinden.
Wir werden junge Musiker aus unseren Partnerstädten einladen, hier 10 Tage mit uns zu verbringen. Wir werden auf dem Westend draußen zelten und werden dann hier die 2 Tage lang so ein richtiges Festival machen, wo die auftreten mit Bühne und Rahmenprogramm gemeinsam mit der Jugendarbeit im Jugendgemeinderat. Tante Gerta wird natürlich dabei sein. Ja, so sind die Pläne. Na, dann kann man mal gespannt sein, was sich auf dem Gelände des alten Busbahnhofes noch so alles tut. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. In der Zwischenzeit höre ich mir mal die gute alte 80er Jahre Dire Straits Mucke an. Bleiben Sie dran, bis gleich. Treten Sie ein in eine Wohlfühloase mitten in der historischen Altstadt von Esslingen. In der einzigartigen Jugendstilkulisse können Sie sich erholen und für einige Stunden den Alltag hinter sich lassen. Merkelsches Schwimmbad. Ankommen, eintauchen, wohlfühlen. Bocklet, die Adresse für Sonnenschutz und Grills in Esslingen. Ob Weber, Wolken oder Grillson, auf 600 Quadratmetern finden Sie mehr als 100 Grills und jede Menge Zubehör. Feiern Sie mit uns die Eröffnung der Grillsaison beim Grillopening am 14. März von 10 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bocklet, mehr als nur Sonnenschutz. Ist auch Ihnen nachhaltiger Strom zu fairen Preisen ein Anliegen? Mit unserem Ökostrom Grün ES von den Stadtwerken Esslingen versorgen wir unsere Kunden zuverlässig, sauber und günstig. Wechseln Sie ganz einfach und kostenlos. Um alles andere kümmern wir uns. Unterstützen Sie die Allianz MTV Stuttgart und kommen Sie zu den Heimspielen in die Scharena. Weitere Infos finden Sie auf allianz-mtv-stuttgart.de. Katze, Familienmitglied, sanfter Begleiter und Seelentröster. Wir helfen Ihnen beim Abschied. Tiba, das Tierkrematorium in der Region Stuttgart. Egal ob Einlagenversorgung, eine genaue Bewegungsanalyse, der für Sie passende Sportschuh oder das richtige Techniktraining. Fiala arbeitet für Ihr Wohlergehen. Fiala, laufend gesund. Tauchen Sie ein und entdecken Sie ein neues Körpergefühl. Gönnen Sie sich einen Energieschub und erleben Sie Wohlbefinden und Glück. Lindern Sie Ihre Beschwerden nachhaltig. Cryovel, gesund durch Kälte. Regio-TV. Esslinger der Woche ist in dieser Woche Jürgen Kolb, seines Zeichens Diplom-Ingenieur und, man kann es kaum glauben in der heutigen Zeit, Plattenhändler. Ja. Vinyl and Coffee. Wie kam es denn bitte dazu, dass man in der heutigen Zeit so einen Laden aufmacht? Ah, das fing alles so vor 5 Jahren an. Wir haben auch in diesem Jahr unser 5-jähriges Firmenjubiläum. Ja. Praktisch aus dem Hobby einfach einen Beruf zu machen. Okay. Weil Platten sind einfach das schlechthin. Also du warst schon immer LP-Sammler? Genau. Also Okay. Das fing im Grunde genommen in den 70er Jahren an und hält bis heute an. Meine erste Platte war damals, ja, man wird es nicht glauben, aber Kiss Alive 2, gefolgt von AC/DC, Highway to Hell. Und so ging es weiter dann. Hier, Dire Straits hat mich auch zurück in meine Tanzschulzeit versetzt. Da hatte ich dann, es war Kult damals, so eine Plastiktüte in der Hand aus dem Plattenladen. Ne? Ja. Zum Beispiel damals, glaube ich, war auch wirklich auf jedem Plattenteller Graceland von Paul Simon. Paul Simon, hast du die da? Die habe ich da. Zeig mal. Schauen wir mal. Also die musste jeder haben, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Cover aussah. Ah, genau, das ist sie. Ah, guck mal. Die Graceland.
Aber ganz im Ernst, die hatte jeder. Und das war auch so ein bisschen Kult. Es war ja komplett anders, ja, als das, was man von Simon & Garfunkel kannte. Genau, genau. Fällt mir schon schwer, den Namen gescheit auszusprechen. Sicher. Aber ist immer noch gut, ne? Also, vor allem also das ist immer noch richtig gut. Ja, der hat ja da, glaube ich, so internationale Rhythmen drauf gehabt. Auch ein bisschen andere Musikstile. Ja, ne? Ja. Und da wird auch sehr viel auch nachgefragt nach der. Also ist damals wie heute immer noch der Klassiker schlechthin. Doch. Und du bietest ein gutes Tässchen Kaffee dazu ein. Das heißt, ganz wenn man genau sagt, ich möchte mir so ein bisschen eine Platte anschauen, anhören vielleicht auch. Genau. Oder einfach ein bisschen stöbern, dann kann man dazu ein Tässchen Cappuccino bei dir trinken. Genau, ein Cappuccino oder ein Espresso oder einen ganz normalen Kaffeecrema. Was ich sehe auch Beatles bei dir hinten. Wow, also eine gute Help. Das ist natürlich klasse. Und was ganz Besonderes ist, glaube ich, diese Beatles-Kollektion da drüben. Die habe ich gleich mal gesehen, weil ich bin seit Schulzeiten echt Beatles-Fan. Also es ist auch vor meiner Zeit gewesen. Aber, oder ich wurde gerade im Trennungsjahr geboren. Aber hier mit allen Unterschriften, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Das Ding ist ja richtig cool. Woher hast du das? Also das kommt auch aus einer Privatsammlung, die wird halt im Auftrag verkauft und also es ist wirklich ein absolutes Sammlerstück. Also da sind 14 Platten drin, wurden Anfang der 80er nochmal neu digitalisiert bzw. digital remastered und und sind auch in einem wirklich Top-Zustand. Guck mal, mein absolutes Lieblingsalbum, also auch von der ganzen Haptik, ist natürlich die Sgt. Peppers hier. Die hat ja innen drin, glaube ich, auch so, so einen Faltbogen gehabt. Ne? Du konntest irgendwie was ausschneiden. Wahnsinn. Ja, genau. Wirklich toll. Ist die überhaupt benutzt? Das sieht so ladenfrisch aus. Ne? Also die, also aus der Sammlung, also die ist wirklich unbestiegen. Mhm. Die wurde vielleicht mal einmal rausgeholt, mal zum Auflegen, zum Anhören. Okay. Aber generell ist diese Box unbespielt. Okay. Also so kann man es sehen. Was machst du denn bitte mit alten und kaputten Platten? Ich sehe zum Beispiel da drüben hier eine spannende Geschichte, diese Uhr. Die wird dann selber designt oder kommt, ist es schon hier? Was ist das? David Knopfler sogar, passt zu den Dire Straits. Genau. Wenn halt Plattencover nicht mehr so im Top-Zustand sind, wenn die feucht geworden sind, verklebt sind, aber die Platte an sich halt noch gut ist, kann man die Platte an sich nicht mehr verkaufen. Also war halt die Idee gewesen, dass wir einfach eine Uhr rausmachen. Es ist wunderbar mit diesem plaumenmarmorierten Muster halt. Ach, die ist jetzt nicht von euch farbig so, die kam so von Mark Knopfler. Die kam so, okay. Genau. Aber ihr habt dann noch hier durch das Loch hier quasi dieses Uhrwerk, also genau, das habt ihr selber gemacht? Genau, wir haben das quarze Uhrwerk halt dann eingebaut und wird auch immer sehr gern als Geschenk genommen und die Kunden freuen sich auch darüber. Aber man könnte sie noch auflegen. Also hier man könnte sie theoretisch noch auflegen, müsste man natürlich das Uhrwerk auch halt ausbauen, dann würde man sie auf jeden Fall noch abschwingen können. Also zum Beispiel da drüben auf dem Kultplattenspieler hier, 80er Jahre Technics, der DJ-Plattenspieler, ne? Der Plattenspieler schlechthin. Okay. Du nimmst auch Platten an, wenn jemand ich sagt... Ich nehme auch Platten an, genau. Also ich habe jetzt welche, dann gibt es hier aus Platten gefertigt. Genau. Irgendwelche Einkaufstaschen. Das ist eine ganz tolle Sache. Also die stelle ich jetzt nicht selbst her, sondern das macht mal meine Frau letztendlich. Ja. Das war auch so eine Idee, was macht man mit alten Platten? Was könnte man daraus machen? Und dann ist die Idee halt gekommen, mit diesen Taschen einfach. Wir haben schon mehrere Taschen schon verkauft und das wird eigentlich ganz gut angenommen. Die heißt im Dutzend billiger. Im Dutzend billiger. Wenn du also ein Dutzend nimmst, dann wird es auch günstiger. Mehr als 12 Dutzend Stimmungsraketen für jede Festivität zum Mitjubeln. Ich würde mal sagen, lieber Jürgen, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Naja, auflegen können wir es nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall die Platte, die sein muss für jeden Haushalt. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank dir. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee einschenken lassen. Gerne. Und falls Sie mal hier in Esslingen so durch die Altstadt, östliche Altstadt, schlendern. Östliche Altstadt, genau. Gucken Sie mal rein, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Machen Sie es gut.